So, es ist soweit. Ein mächtiger Testhobel steht an. Das Breznak 2 Liter Gesoff. Ein böhmisches Pilz aus Tschechien, wie wir schon erfahren haben. Mit 5,1% Volumen Alkohol in der wunderschönen und praktischen 2 Liter Flasche. Mit den Zutaten Wasser, Gerstenmalz, Hopfen und Hopfenextrakt. Ja, so. Der Typ hier hat sich schon das ein oder andere rangeschraubt. Deswegen hat er auch so ein bisschen Falten auf der Stirn. Die habe ich allerdings auch auf der Stirn, wenn ich an diese 2 Liter Flasche denke. Aber das hält uns nicht ab. Wir schnuppern erstmal in der Flasche. Ja, riecht kräftig. Schön hopfig. Dann machen wir mal einen hier schön fertig. Ins Testglas. So, als Frau eben fertig machen hier. Dankeschön. Hier kommt noch ein kleiner Schluck mehr rein. So, machen wir erstmal den praktischen Schraubverschluss wieder auf die Flasche rauf. Ist eine Plastikflasche, aber bei 2 Litern wundert das, glaube ich, nicht so sehr. Jo, so im Glas kann erstmal wenig Perligkeit überzeugen. Das perlt zwar hier am Rand, weil das Glas auch frisch ausgespült ist, aber sonst perlt es nur so ein ganz bisschen vor sich hin. Der Schaum sehr offenporig, hat sich auch schon fast wieder komplett verzogen. Aha. Und schnuppern wir mal am Glas. Ja, riecht kräftig. Sehr hopfig irgendwie. Ja, wegen dem Hopfenextrakt wahrscheinlich. So, dann nehmen wir mal einen Hieb. Stößchen! Prost! Prost! Ja, so hopfig ist es gar nicht beim Geschmack. Eher sehr, sehr malzlastig irgendwie beim Geschmack. Ja. Ne? Also auch von der Farbe her sieht man ja, es ist echt ein dunkles Schankbier, würde ich fast mal behaupten. Ne, nee, ein helles Vollbier. Okay, aber für mich sieht es eher dunkel aus. Nicht bernsteinfarben, nicht hellgelb. Ja, schmeckt wie gesagt sehr malzhaltig. Schade, ein bisschen wenig Hopfen. Es hat so schön nach Hopfen gerochen. Aber der Hopfengeschmack ist ein bisschen wenig. Malzig auf jeden Fall. Also das Breznak Original, böhmisches Pilz. Sehr malzig. Fast ein bisschen zu malzig, ist jetzt nicht unbedingt meins. Aber sonst kann man es gut trinken. Also. Ja, vielen Dank dafür. Schöner Testhobel. Und da werden wir jetzt noch eine Zeit lang dran rumsippeln. Yep. Dankeschön.